Jörg seine Ecke. Gell? Die müssen wir dann anwerfen mit dem Ladegerät. Dann feuer ich ihn. Hallo zusammen, heute aus Schwabendorf. Heute geht es ums Thema Schmieden und mit dabei sind einmal der Kurt als unser großer Lehrmeister. Ja? Meister bin ich nicht, ja. Aber der einzigste Meister ohne Brief. Genau. Ja. Und Tino, ja, Tino, TA Pictures. Von TA Pictures, hallo Freunde. Moin, moin. Wir schmieden uns heute ein Eisen, irgendeins. Ja, ja, ganz gespannt drauf. Und Stefan. Ja, hi. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Den kennt ihr aber auch schon, Alter, gell? Und? Der Jörn. Der Jörn. Pro Natura und ich bin sehr gespannt, was er macht. Ja, wir hauen heute den Amboss in die Erde. Starke Leute, ja? Zwei schwere Hämmer, der wird jetzt vertieft. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Dann könnt ihr erleben, wie wir an dem Amboss uns was Schönes schmieden, gell? Genau. Oh, der wartet auf Arbeit, der Tino. Achso, der? Den Laden da, das räumen wir jetzt ab. Und ja. So. Liegt nach Holz. Hier macht man die schönen Hölzchen zum Anmachen. Normal macht man das mit Pappe oder Papier, logisch. Man muss nämlich gleich eine Flamme bringen, sonst gibt es erstmal Rauch, logischerweise. Der Kamin, der Abzug muss erst sich erwärmen, ist ja logisch. Ja. Ja, so macht man das, weil ich brauche keine Axt. Kann man so machen. Gut. Betoning mal anders. Habe ich den Winkel schon und jetzt hau ich den hier drauf. Ja, noch nichts. So, jetzt gucken wir, ob die Optik etwas stimmt. Scheiß rund. So, ja, man kann das noch ein bisschen, wenn man das noch mal ein bisschen anschmiedet. So, jetzt ist auch jemand da, den ihr vielleicht auch schon kennt aus den anderen Videos. Gunnar! Wie, willst du nicht gern gefilmt werden? Nein, das mach ich ja nicht. Mag das früher schon bei der Feuerwehr, wollte ich schon mal. Ach so. Aber jetzt bist du ja beim Feuer, nicht bei der Feuerwehr. Jetzt bist du ja beim Feuer, nicht bei der Feuerwehr. Jetzt kann ich dich nochmal filmen. Das war mir früher schon immer so ein bisschen, weißt du? Boah, was Schlacke. Was Schlacke. Alles voller Schlacke. Halber Schmiedetag, schon Schlacke. Immer macht einen Zahnstocher. Schön,
türkischer Konsul. Jetzt aber schon ziemlich knapp gewesen. Scheiße. Wegen dir. Marcel, jo. Der geht nicht. Wie denn Wingsum sein macht, ne? Das ist auch Marcel. Wingsum. Das hätte man schon lange machen müssen oder können. Das verschmilzt innen und hemmt ja auch die Flamme, das Erhitzen. Das ist jetzt abgebrannte Kohle etc. Das ist ein Schlagloch, das wird dann einfach rausgehen. Ja, machen wir da einen Schlagloch. Also, und das versperrt ja auch die Zirkulation von Sauerstoff und Luft zu. Das ist ja logisch. Okay? Ja. Jetzt haben wir wieder volle Funktion. Jetzt macht man etwa eine Stunde oder so. Ja. Je nachdem, wie das Feuer belastet wird, was man arbeitet. Okay. Schön, meine Lieben. Ein schöner Schmiedetag geht zu Ende und viel ist entstanden in der Zeit, viel wurde gelernt und wir wollen natürlich erstmal Danke sagen an Kurt. Gell? Dankeschön, danke, Kurt. Dass du uns die Zeit, Haus und alles bereitgestellt hast. Gell? Das muss man nicht sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Gell? Macht man alles. Die Innung wird sich bedanken. Schmiedeinnung ist immer so, nachfragen, wo die auch ist oder wo sie noch gibt. Ja. Schmiede sterben ja aus, ja. Aber ihr sollt ja lernen, ihr könnt das dann weitermachen, seid ja noch jung, ja. Nackig. Ja. Der ist nackig, ja. Ja, Tino hat sich jetzt wieder angezogen, Gott sei Dank. Ja. So, zum Abschluss wollen wir noch mal kurz zeigen, was alles entstanden ist. Ja, und bitte, zeig doch mal. Ich habe unter anderem einen kleinen Meißel geschmiedet. Das war mal ein Furnierstahl, ist aber egal woher. Im Brückenbau ist das, auf der Brückenbau ja, genau. Ein ganz edler Stahl. Ja, kann man Wasser härten, über Wasser braucht kein Öl. Haben wir die Spitze hier vorne ein bisschen gehärtet, einfach nochmal auf Kirschrot angelassen und dann Wasser abgeschreckt. Und dann Anlassfarben bei Gelb, sieht man sogar noch ein bisschen. Lila, Blau, in dieser die Phase muss es abgeschreckt werden. Sieht gut aus. Ja, wunderbar. Ne, dann haben wir auch mit einem Nagel getestet, dann einmal den Nagel durchgetrennt. Die Schneide steht, man sieht es. Nicht schlecht. Keine Delle drin. Cool, ne? Super. Ja. Und Stefan, zeig mal dein Produkt. Ja, war gut, ey, auf jeden Fall. Der Kurt, das ist ein echt cooler Dude, wie man heute sagt. Dude, yeah, cool. Also, echt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Dich ja, danke, Kurt. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja, ne? Und das ist deine erste Arbeit, ich muss das wirklich begutachten, ich habe es begutachtet, ich habe dir am Anfang ein bisschen was gezeigt, geholfen und du hast das schön fertig bekommen. Ich sage, Spitze 100 Punkte für das erste Schmiedestück, was du mal angefertigt hast. Ja, danke. Kannst du mal hochhalten? Dann ja, ich habe schön hin. Ich habe angefangen erstmal einfach. Die Ästhetik stimmt, das ist Fantasie. Die Spitze zu der Schwung formen, ist gut. Schön rund und dann halt einzudrehen, halt Kunst. Schmieden quasi, einmal ausprobiert. Schön gemacht, auch komisch. Und dann fand ich das so gut, habe ich gedacht, da muss ein Messer raus werden. Das ist mit Verlaub wie so ein Schweineschwänzchen, hast du das schön hingekriegt. Ja, und jetzt ist das halt so ein, so ein Türkenmesser, ein orientalisches Messerchen. Ein Krummsäbel. Ja, genau. Ja, das wird jetzt noch schön in Form gebracht, also durch Schleifen und mal gucken, ob ich da noch irgendwas eingraviere. Aber schön, bin gespannt. Fürs erste Teil bin ich ganz zufrieden, auf jeden Fall. Super, danke dir. Und Gunnar, zeig doch mal. Ja, war wie gestern. Zeig doch mal.
gibt so ein Grill- und Wurstmesser, wird noch ein bisschen abgenommen, also das ist mal, die Klinge ist immer noch zu hoch. Soll ich mal bitte? Ja. Und ist immer noch zu hoch, also werden 5 mm wird es auf jeden Fall abgenommen noch. Und da muss halt noch sauber verschliffen werden alles. Und der Blauschlieger unter uns hier. Ja, aber du machst schon gute Sachen. Ich habe das gesehen, was du zu Hause schon alles hast. Also das ist nur jetzt mal so in der Schnelle. Bist du erst, was weiß ich, eine Stunde hier oder was du gemacht hast. Nee, aber du hast schon noch hochwertige Sachen gemacht und so. Ne? Feine Sachen, genau. Was du, aus Holz, gesehen, ja. Was du aus Holz gemacht hast, war auch super, was du gezeigt hast. So, und du bist der... Tino! Ja, ich habe hier, das war ja ein D2-Stahl von der Schraubzwinge. Ja, etwa in Zentimeter, ja, aber 8 bis 10 Millimeter dick. Ja, haben wir ein bisschen getrieben, dass ich eine dünne Form habe. Ja. Und auf die Schnall, also auf Stärke von etwa 4 mm kann man sagen, runtergearbeitet von 9 bis 10 mm mit einem Vorschlaghammer, gestreckt und schon grob geformt. Und hier auch schon konisch die Schneide angeschmiedet, im Versatz nach hinten, hier haben wir etwa 4 mm. Und hier, das ist schon ganz schön schlank geworden. Ja, da ist ganz schlank geworden. Also Schneide schon super. Und ich muss auch sagen, du hast auch Talent für sowas. Ich kann das gut bewerten. Ist ja Metaller, gell? Und dann wird er dann zu Hause härten. Er wird das noch vorher bohren, weil es lässt sich noch bearbeiten. Dann kommt der Härteablauf und erst noch der Schliff und so weiter. Dann gehen wir dann im Wald damit. Und dann kannst du dann auf die Yacht gehen oder als Fischfänger oder was weiß ich was. Ja. Super. Ja, herzlichen Dank nochmal an Kurt, gell, von uns allen. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ihr seid auch eine nette Truppe, muss ich auch mal ein Kompliment sagen. Oh, danke. Toll. Ja. So ist es. Das halbe Dutzend hat sich wieder von der besten Seite gezeigt. Ja. Gut erholt, er war ja auch bei mir im Haus. Ja, schön gefrühstückt haben wir und da waren wir auch gut dabei. Ich habe bis jetzt vorgehalten. Jo. So, Mel. Dann alles Gute, danke, ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut, tschüssi. Tschüss. War stief. 1958. Guck mal, wer da steht. Ja. Hier, kackst du den da? Das ist unser Größter hier. Ja, ja. Da habe ich hier von 57 das Kleeblatt habe ich gemacht als Stift. Dahinter, da war ich 20, da war ich schon in der Betriebsschlosserei, das haben wir nämlich die Eichel auf der Drehbahn gemacht. Da sind auch Eichel dran. Ja. Oh ja, die habe ich auch schon mal gemacht. Ja. So Blätter. Und das war mein erstes Beilchen, was ich gemacht habe, was da drauf liegt. Ja, cool. Also im ersten Lehrjahr habe ich gemacht. Jetzt müssen wir schon mal ein kleines Beilchen bauen. Ich habe gerade erzählt, das Kleeblatt mit dem Nummerweisen war 55, 56, das war 57 und das war in 80, da mit Drehbahn habe ich dann schon arbeiten können, die Eicheldinger da. Und das, das war mein Rosendings frei, das war in 58, da war ich Lehrling, frei so entworfen.